Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Sammelkartencheck. Heute gibt es wieder eine kleine Binder-Vorstellung und was wir in diesem Binder zu sehen bekommen werden und wie viel das Ganze wert ist, das erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, nach langer Zeit mal wieder eine kleine Binder-Vorstellung hier in diesem schönen Ultra Pro Zip Binder, der in einem der letzten Sammlungen mitgekommen ist. Heute stelle ich euch einen Vorsortierungsbinder vor, für all die Neuen auf meinem Kanal, die nicht wissen, was das ist, sei das kurz ventiliert. Ein Vorsortierungsordner ist ein Ordner, in dem alle Karten zunächst mal ordentlich eingehüllt werden. Das heißt, es sind einheitliche Hüllen, immer Ultra Pro oder Dragonfire Hüllen mit glossy Oberseite quasi, also nicht die Matten, weil da halt der Effekt verloren geht. Und die werden immer nach einem bestimmten Schema, entweder nach Rarität oder nach irgendetwas anderem, nach Auflage, nach Set oder so sortiert. Und dann am Ende kommen sie aus diesem Ordner in die Magnethalter rein und dann wiederum in diese Legendary Hero Deck oder Legendary Yugi Legendary Deck Boxen rein. So. Das ist quasi so der letzte Schritt vor der endgültigen Sortiermaßnahme, wenn man so möchte. Und das gucken wir uns heute an. Was finden wir hierin? Wir finden ein paar wenige unlimitierte Karten. Das bezieht sich auf einige wenige BLS und auf ein paar bewaffnete Drachen. Der Rest, abgesehen von den Tournament Pack 2 Commons und Rares, die hier drin sind, die auch einen immensen Wert haben tatsächlich, ist dann tatsächlich auch alles First. Also dieser Ordner ist tatsächlich hauptsächlich auf First Edition ausgelegt, auch alte Sachen. Wir hatten ja sehr viel Modernes in letzter Zeit und weil ich natürlich weiß, dass es ja auch sehr viele Oldschool-Liebhaber gibt, habe ich mal wieder so einen schönen Oldschool-Ordner zusammengepümpelt. Der ist tatsächlich recht neu. Das ist mein aktuellster Vorsortierungsordner, der nicht nach Raritäten sortiert ist. Ihr wisst ja, ich habe auch einen extra Ghost Rare-Ordner beziehungsweise mehrere Ghost Rare-Ordner und mehrere Ultimate Rare Ordner, und es gibt natürlich auch Ordner, die nach Secret, Ultra und Super sortiert sind. Der ist das jetzt allerdings nicht. Und jetzt gucken wir uns mal an, was wir hier haben. So, hier haben wir jetzt zunächst mal ein paar Tournament Pack 2 Commons. Da ist irgendwie Dreck in der Folie drin. So, einige werden sich jetzt vielleicht fragen, Herr Tournament Pack 2 Commons, was ist daran so besonders? Ganz einfach, dieses Set war zunächst mal nur in Amerika meines Wissens nach erhältlich, nicht in Europa. Und darüber hinaus war dieses Set auch extrem Short Print. Also es gab nicht sehr viele Prints, der Printrun war tatsächlich recht gering und dementsprechend sind diese Karten vor allen Dingen in guten Zuständen heute kaum noch zu finden und erreichen für Commons astronomische Werte. So haben wir hier oben zum Beispiel die Maiden of the Moonlight, die glaube ich irgendwo bei 60 Euro losgeht. Dharma Cannon ist ein bisschen günstiger, Garuses ist aber auch wieder irgendwo bei 20 Euro oder so das Stück. Also das sind tatsächlich Karten, die trotz ihrer niedrigen Rarität einiges an Wert haben. Deswegen, wenn man mal so ein Booster TP2 in die Finger kriegt, ist es auf war fast schon garantiert, dass man irgendwas Krasses zieht, weil wirklich alles aus diesem Set unglaublich wertvoll ist. Die zweiteuerste Karte, die sehen wir jetzt hier drin nicht, weil ich alle meine Exemplare schon in Magnethaltern habe, ist übrigens der Parrot Dragon, den wir auch in der Legendary Collection Kaiba als Ultra Rare Reprint hatten oder den es auch als Rare bzw. Super Rare aus den WP11 Promo Packs gab. Und das bringt uns hier zur zweiten Seite und somit auch zur teuersten Nicht-Holo-Karte aus diesem Set, nämlich Queen of Autumn Leaves, also die Königin des Herbstlaubs. Ich hole hier mal eine obligatorisch raus, um das mal ein bisschen zu zeigen. So, das ist nicht nur mit einer der schönsten Karten überhaupt, nein, sie ist aktuell auch mit einer der teuersten, die hat tatsächlich einige Preissprünge und Abstürze gehabt. Das erste Mal, als ich sie hier auf meinem Kanal gesehen habe, da ging sie ungefähr 50 Euro, dann war sie irgendwann bei gerade mal einem 10er, jetzt ist sie ungefähr bei 100 und der letzte Verkauf, der stattgefunden hat, war bei 150 Euro dieser Karte. Man weiß jetzt natürlich nicht, ob die PSA gegradet war, ich schätze aber, wenn es eine PSA war, dann wird die eigentlich noch teurer sein, zumindest in einem guten Zustand, weil wir wissen ja, dass PSA die Karten in einem nicht gesunden Maße aufwertet. Die haben wir hier 9 Mal, also nach aktuellem Vor- und Dafürhalten liegen hier fast 1000 Euro. 900, um recht genau zu sein. Ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Auf der rechten Seite geht es dann weiter mit etwas weniger wertvollem, nämlich Takuhei heißt die Karte. Auch sehr schön. Ich glaube, die hat auch irgendwo anders noch einen Reprint. Oder? Bin mir gerade gar nicht sicher. Die geht, glaube ich, auch irgendwas 10, 15 Euro oder so. Aber das ist auch eine sehr schöne Karte. Wie gesagt, ich mag diese alten, simplen Designs. Es tut mir übrigens leid, dass es hier ein bisschen spiegelt. Ich habe halt immer noch kein Galgenstativ. Das muss ich mir auch noch zulegen. Vielleicht gönne ich mir das zu Weihnachten mal schauen. Dann haben wir hier einfach auch von oben so eine Vogelperspektive, wenn es um die Ordner geht. Aber bis dahin müssen wir uns noch so begnügen, sage ich mal. Aber es ist auf jeden Fall, man erkennt auf jeden Fall genug, denke ich. Ist auf jeden Fall sehr schön. Und vor allen Dingen relativ kostspielig. Also ich bin auch froh, dass ich meine neuen Exemplare zu einer Zeit bekommen habe, als die nur 50 Euro das Stück gingen und nicht
100 fast das Stück, weil das wäre schon ziemlich krass gewesen, muss ich sagen. So, dann machen wir hier weiter. Da haben wir hier Ture Purun. Die geht auch so 30 Euro das Stück. Da haben wir hier 5 Exemplare. Da treffen wir später noch mehr Exemplare von an. Also von denen, die hier zu sehen sind, gibt es dann am Ende des Ordners nochmal ein paar. Die sind mir beim Einsortieren einfach erst ganz am Ende in die Hände geraten sozusagen. Da habe ich mir gedacht, scheiße, sortiere ich jetzt den ganzen Ordner, aber da klatsche ich einfach hinten hin und ich wollte nicht alles umsortieren. Deswegen habe ich es einfach hinten hingehauen. Ist auch in Ordnung. Hier Sky Dragon kennen wir, glaube ich, ansonsten. Ich weiß nicht, vielleicht gab es hier mal irgendwie in der Legendary Collection oder so, aber ich glaube nicht. Spirit of the Books zum Beispiel, auch so eine Karte, die, glaube ich, nur hier in einem Print hatte. Das ist auch so ein Merkmal, dass sehr, sehr viele dieser Tournament Pack 2 Commons auch nie irgendwo anders im Print gesehen haben. Einige der Holos wurden ja in der Legendary Collection Kyber gereprintet, wie zum Beispiel Call of the Grave. Aber ja, die haben tatsächlich auch ein bisschen dem Originalprint geschadet, aber nicht so sehr, wie ich das damals befürchtet hatte. Dann machen wir hier weiter mit Faithbird, der hat auf jeden Fall einen Reprint, den gab es noch aus irgendeinem anderen Set, ich glaube aus irgendeinem Battle Pack oder so gab es den auch. Und dann kommen wir hier auch schon zu den ersten Holo-Karten. So, machen wir mal ein bisschen den hier, damit wir auch sehen, was da alles dabei ist. Wir haben ja fünfmal den Topf der Trägheit, natürlich alle First, wie gesagt, alles was ihr jetzt seht, bis auf ein paar BLS oder so, wird First sein. Wir haben hier ein dunkles Magiermädchen aus der Legendary Collection, die jetzt mittlerweile auch schon bei 170 Euro liegt. Die holen wir auch mal gerne raus. Und ich muss sagen, guckt euch diesen Zustand an, Leute. Er ist einfach hervorragend. Also normalerweise haben diese Karten aus der Legendary Collection, speziell die Europrints, immer Silvering, weil die halt nicht so gut von der Print-Quali waren. Witzigerweise waren die Army-Karten leichter auf der Oberfläche zu zerkratzen, aber dafür waren die Kanten immer schön sauber und frei von Silvering. Das hat mich persönlich auch dazu veranlasst, häufig Army-Karten von diesem Legendary Collection-Zeug zu kaufen, auch wenn ich sehr viel Deutschen und im Allgemeinen Europrint habe. Und deswegen sind tatsächlich Europrints in dieser Qualität sehr, sehr schwer zu finden. Und speziell so ein dunkles Magiermädchen, wenn du das auf Market zum Beispiel als Nierman kaufst, hast du trotzdem eine, wo Silvering hat, weil das halt einfach technisch noch als Nierman gilt. Und das ist halt, keine Ahnung, für mich wäre es persönlich ziemlich ärgerlich. So, dann schunkeln wir hier mal wieder ein bisschen, damit ihr das mal gesehen habt. Oben haben wir ein paar Book of Moons, natürlich alle First Sündenböcke, klar. Unten selber Finsternis Einschlag, First Edition aus Tactical Evolution. Ist, glaube ich, auch irgendwo im dreistelligen oder im hohen zweistelligen Bereich. Ist auf jeden Fall ziemlich teuer. Kam dann, glaube ich, nochmal als Super Rare Reprint in Fusion Enforcers oder so raus. Also ich weiß, es war Super Rare und es war in irgendeinem Only Holo Set, da wurde die nochmal auf den Markt gedonnert, aber das hatte keinen Einfluss auf das Original, sage ich mal. Also das ist wirklich schweineteuer, das Ding. Dann haben wir hier oben ein paar Pots und nichts finde ich hässlicher als einen Army Pot of Greed. Wir sehen hier nämlich einen Unterschied. Wir wissen ja, dass das Ami, speziell das alte Ami Secret halt sehr fein war. Wir haben hier jetzt zum Beispiel einen deutschen Pot und ich möchte mal an die Qualität, ihr seht, bei mir ist halt wirklich alles Top Mint. Also in meiner Sammlung gibt es halt nichts, was irgendwie beschädigt ist. Also und wenn, dann wird es halt aussortiert, wenn mir mal was zwischen die Finger gleitet. So, das ist jetzt zum Beispiel ein Europrint, ein deutscher und dagegen haben wir hier an der Seite einen Ami-Print. Und ich hasse, also ich mag ja Ami-Prints generell nicht, aber speziell den Port of Greed mag ich überhaupt nicht in Ami. Weil seht ihr, da seht ihr ja gar nichts vom Secret Rare-Effekt. Der geht halt einfach komplett flöten. Also, das ist quasi, als hätte ich so ein bisschen so eine spiegelnde Kammer oder so ein bisschen eine Super Rare oder so, da ganz eigenartig. Und so zieht sich das tatsächlich durch viele, viele, viele Army-Karten, leider Gottes. Dann haben wir hier nochmal zwei deutsche. Hier haben wir jetzt zwei dunkle Magier des Chaos, auch in einem hervorragenden Zustand. Und hier kommen jetzt zum Beispiel zwei BLS aus der Legendary Collection, die halt nicht First Edition sind. Der in der Mitte ist wieder First. Die beiden sind es aber nicht. Ich persönlich mag BLS in Secret Rare tatsächlich sehr, sehr gerne. Egal, ob jetzt aus der Legendary Collection oder aus der Master Collection kommt, wobei mir aus der Master Collection ein bisschen besser noch gefällt, weil da der Print einfach besser ist, die Qualität einfach besser ist von der Karte. Und ich glaube, nee, wir kommen noch gar nicht zu den anderen BLS. Da kommen nochmal BLS, also keine Sorge. Dann haben wir oben den rotäugigen finsteren Metalldrachen, der ist gar nicht so viel wert, wie ich ursprünglich gedacht hatte. Und dann ein paar Jubel, der ultimative Albtraum, der übrigens auf Japanisch das extremer Traurigdrachen heißt. Die haben nämlich wirklich Deutsch als Namen hingeschrieben, also die haben versucht, diese Karte in deutscher Sprache zu benennen, weil in Japan wird die deutsche Sprache als ziemlich mystisch oder so empfunden und in japanischen Filmen wird auch häufig die deutsche Sprache verwendet, wenn irgendwelche Zauberformeln oder so aufgesagt werden, finde ich voll lustig. Ich habe aber nicht nur aus der Legendary Collection hier, sondern hier auch Original Prints aus Phantom Darkness. Hier das Playset. Dann hier oben nochmal ein Playset von Jubel, die Terror-Inkarnation.
aus Phantom Darkness in Ultra Rare. Hier unten dann nochmal die Secret aus der Legendary Collection. Zweimal Feierliches Urteil aus der Legendary Collection. Zweimal Grabwächter Spion. Also speziell sowas wie Grabwächter Spion ist jetzt ja nicht allzu teuer, sage ich mal. Aber nichtsdestotrotz ist es halt einfach eine schöne Karte an sich. Also es ist, wie gesagt, der Ordner ist jetzt nicht auf Wert ausgelegt. Es ist halt einfach nur zum Vorsortieren. Hier sind auch einige Dinge drin, die kaum was wert sind. Später bei den Super Rares werden wir das auch sehen. Dann geht's schön weiter und zwar mit der Spiegelkraft hier oben als Playset in Secret Rare. Witzigerweise dachte ich zu meiner Anfangszeit, also wo ich wieder in Yu-Gi-Oh! Eingestiegen bin, hatte ich das irgendwie so in Erinnerung, dass die Secret Rare tatsächlich der Original Print war und die Ultra Rare der Reprint. Keine Ahnung, was in meinem Kopf falsch gelaufen ist. Aber irgendwie war mein Erinnerungsvermögen etwas getrübt. Dann haben wir hier den dunklen Paladin. Ich weiß zwar gerade nicht, wie viel der wert ist, aber der müsste auch dreistellig sein. Ich glaube, der ist auch über 100 Euro wert aus der Legendary Collection Yugi's World. Und auch hier muss man wieder sagen, wenn man das Ganze hier mal rausholt, also die Quali trotz Europrint, es hat keinen Makel, das Ding, es ist absolut perfekt vom Zustand her. Einfach wunderschön, wir haben hier zwei dunkle Magiermädchen, die Drachenritterin in Secret aus Dragons of Legends. So, ich halte es mal so. Und die ohne Silvering zu finden, ist in etwa genauso schwierig wie die Karten aus der Legendary Collection in ohne Silvering zu finden, weil diese ganze Dragons of Legends Reihe ist halt durch und durch schlecht geprintet worden und es gab immer irgendwelche silbernen Stellen oder so, was ziemlich schlecht war. Die ist aber auch recht teuer tatsächlich in Secret Rare, ich glaube 30 Euro oder so geht die, 30, 40, sowas. Dann haben wir oben dreimal Dark Mirror Force, alle drei First aus Invasion of Chaos. Zweimal den Torwächter, auch First Edition aus Metal Raiders. Hier nochmal eine normale Spielkraft aus MAD. First Edition. Dann dreimal Horn des Himmels, wobei Horn des Himmels aus MAD tatsächlich fast nichts geht, also die ist recht günstig, auch als First Edition tatsächlich. Trotzdem sehr cool. So, dann haben wir hier ein paar Vanillas. Oben haben wir einen SDK Blue Eyes First Edition. Dann hier zweimal den Blue Eyes White Dragon aus dem Duelist Pack Kyber First Edition. Dann hier viermal den blauäugigen, den roten blauen Drachen oder rotäugiger blauer Drache, genau, Red Abbey Dragon. Damals noch mit dem falschen Namen. Aus dem Starter Deck Joey First Edition. Sowie zwei dunkle Magier aus dem Starter Deck Yugi First Edition. Ich glaube, also mein letzter Stand bei den Magiern war irgendwie was von 26 Euro das Stück. Der Blue Eyes ging mal eine Weile über 100 Euro in First Edition, aber der ist, glaube ich, auch sehr stark gesunken wieder. Dann haben wir hier aus Magician's Force den Luster Dragon, den ich übrigens sehr, sehr schön finde tatsächlich. Den holen wir auch mal raus, damit ihr auch mal sehen könnt. Also ihr seht auch hier diese ganzen alten Karten. Es ist einfach alles in einem absolut perfekten Zustand. Also ich muss sagen, ich bin mittlerweile doch ziemlich stolz auf meine Collection und auf das, was ich so zusammengetragen habe im Laufe der Zeit, was ich tatsächlich ohne meine ganzen Händler und ohne die ganzen Abonnenten, die mir wirklich Top-Deals gemacht haben und so, nicht erreicht hätte. Also da stünde ich heute nicht da, wo ich jetzt stehe. Dann haben wir hier einen herbeigerufenen Totenkopf. Ich wollte noch einen zweiten reinhauen, den habe ich aber schon drüben, weil der in meinem Magnethalter demnächst kommt. Wenn mal wieder welche verfügbar sind. Ich habe drüben in meinem Schrank so einen Stapel an Karten, die ich mir rausgesucht habe für die nächste Bestellung von normalen Magnethaltern, aber keine Ahnung, wann die mal wieder lieferbar sind. Dann haben wir hier den Drachenfluch aus LOB First Edition, dann fünfmal die Elfenzwillinge. Und natürlich darf er nicht fehlen, mal wieder einen Chaos Emperor Dragon. Das ist der einzige Secret Rare First Edition, der noch nicht in Magnethalter ist. Alle anderen, die ich habe, sind bereits in Magnethaltern. Das dürfte jetzt mein 14. in Secret sein. Und ich glaube mein 10. in First oder so. Tatsächlich sind die meisten First, die ich besitze von dem. Fast so wie bei Yatagarasu. Sehr gut. So, dann haben wir hier den Schlangen-Nachtdrachen. Auch fünfmal First Edition. Den haben wir hier, ich glaube, viermal Deutsch und tatsächlich hier einmal. Und zwar aus Magic Ruler. Ihr müsst wissen, ihr müsst wissen, dass Magic Ruler und Spell Ruler dasselbe Set ist. Ursprünglich hieß das Set Magic Ruler, allerdings gab es da einen kleinen Disput mit dem Game Magic The Gathering und deswegen wurde dieses Set dann quasi umbenannt in Spell Ruler. Und diese Prints hier, die Magic Ruler Prints, die sind um einiges seltener als die Spell Ruler Prints. Und die Magic Ruler Prints gibt es auch nur in englischer Sprache. In Deutsch kam nur Spell Ruler raus. Dann haben wir hier eine Injektionsfee Lily. Was ist denn heute in meiner Zunge los? Eine Injektions-Fairy Lily aus LOD, auch First Edition. Aus Dark Crisis haben wir dann hier das Playset Vampire Lords, ebenfalls Secret Rare First Edition.
Der Vampire Lord of Dark Crisis Unlimited, aber dafür in deutscher Sprache, ist übrigens wesentlich seltener als der First Edition englische. Von dem habe ich auch nur 4 oder 5 Stück tatsächlich in Deutsch. Wirklich extrem selten, vor allem in gutem Zustand zu finden. Und dann haben wir Debi Macera aus Ancient Sanctuary. Ancient Sanctuary heißt es eigentlich. So, tatsächlich eine meiner Lieblings-Secrets der alten Zeit. Ich meine, gebt euch einfach mal dieses Farbspiel, Leute. Ich weiß, die Karte ist nicht viel wert, so. Das ist nichts, womit man flexen kann, aber gebt euch einfach mal dieses Farbspiel mit dem Grün und so. Es sieht so toll aus. Dieses ganze Cera-Thema finde ich sowieso übergeil. Habe ich gerade eigentlich wieder Cera der Mann gesagt. Ich sage bei denen immer Cera der Mann, dabei heißt die Debi Macera. Ich verwechsel die beiden. Sie sehen zwar überhaupt nicht ähnlich, aber Cera und D und ach egal. Auf jeden Fall haben wir dann hier dreimal königliche Feuersturmwache aus Gladiator's Assault. Auch First Edition, auch Secret Rare, auch mega cool. Darunter den Zungenbrecher. First Edition Secret Rare, eine der Secrets, die ich zu den eher vergessenen Secret Rares zähle, denn die meisten Leute haben die Karte tatsächlich überhaupt nicht auf dem Schirm. Da habe ich auch noch tonnenweise von dem rumliegen. Tatsächlich sind die meisten, die ich von dem habe, leider unlimited. Ich glaube, ich habe nur ein Playset von dem in First Edition und die anderen beiden sind, glaube ich, schon in Magnetteil. Also dann bei den Frost- und Flammendrachen, der geht, glaube ich, in First irgendwas so 18 bis 25 Euro, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Da habe ich auch einige von denen, viele in First, viele Unlimited, haben sich auch im Laufe der Zeit so ein bisschen zusammengetragen. So, dann haben wir oben einen schönen Jinzo, First Edition aus PSV, genau, Pharaoh's Servant. Ein Gesicht des Todes in First Edition, Gladiator's Assault, Secret Rare, geht glaube ich auch so 130 Euro oder so. Invade of Darkness ist als First Edition tatsächlich noch recht günstig, muss ich sagen. Und dann haben wir hier einen First Edition Black Luster Soldier, Envoy of the Beginning. Auch sehr cool. Daneben zweimal den Regenbogen Finsternisdrachen als Secret Rare. So, und dann haben wir hier noch so ein paar BLS, also hier ein Playset und hier noch zwei, die halt Unlimited sind. Und das war es dann auch mit den Unlimited BLS. Dann haben wir oben noch den Wächterengel Joanne, die ja übrigens bei uns zensiert wurde. Ich habe tatsächlich gerade eine OCG-Sammlung hier, die ich immer noch am Aussortieren bin. Liegt ja schon irgendwie 1,5 Monate oder so, aber das ist eine Heidenarbeit, weil es 20.000 Karten sind. Und da ist ja auch ein Super Rare dabei und die hat eigentlich oben noch einen Heiligenschein. Der ist bei uns natürlich wieder weg. Das wird wahrscheinlich irgendwann wieder so ein Fall für die Lost Arts werden. Aber das Artwork gefällt mir einfach sehr, sehr schön. Es ist eine ultra schöne Karte, wirklich. Also wirklich eine Karte, die auch im Kopf bleibt. Hier natürlich den Zeitzauberer, der ist ja preislich auch im höheren zweistelligen Bereich einzuordnen. Und dann dreimal den Schöpfer aus RDS. Auch eine coole Karte, die ist allerdings eher weniger wert. Dann haben wir dreimal hier oben den Harpien Spieldrachen, zweimal Deutsch, einmal Englisch. Dann Exod, Meister der Wache, der eigentlich zu den Sphinxen gehört und nicht zu Exodia, auch wenn er Exodia verdammt ähnlich sieht. Und der ist auch ziemlich schwierig, tatsächlich einen guten Zustand zu kriegen aus dem Starter Deck 7, das war dieses Fels-Starter Deck von damals, das mir übrigens sehr gut gefallen hat. Dann haben wir hier den geflügelten Kuribo Level 10, auch alle First Editions, genau. Da haben wir hier aber richtig krasse Farbunterschiede. Der ist ungefähr doppelt so dunkel wie die beiden hier. Ist halt, war wahrscheinlich so eine Inconsistency im Print. Ne? Dann haben wir hier, oh Gott, wie hieß denn die nochmal? Vulcanis hieß sie, glaube ich. Ne? Irgendwas mit Anmut oder so. Der kommt auch aus der GX-Zeit. Der ist, glaube ich, aus, oh Gott, woher kommt denn der nochmal? War das Cybernetic Revelation? Ach, lass mal gucken. Ne, der kommt aus Enemy of Justice, genau. Voltan ist der Schiedsrichter, genau. Sehr cool. Gibt's auch aus Ultimate Rare. In Ulti gefällt mir die sehr gut. Mir gefällt auch im Allgemeinen dieses Design unglaublich gut. Also sehr, sehr schön die Karte auf jeden Fall. Dann haben wir unten Maximum 6 als Playset. Nichts Besonderes vom Wert her, aber auch eine sehr schöne Karte. Hier kommen wir jetzt tatsächlich zu den bewaffneten Drachen, der in der Mitte ist halt Unlimited, weil er aus Dark Revelation 3 ist, da gibt es ja kein First. Die zwei sind aus Soul of the Duelist, First Edition, die sind glaube ich schon ein bisschen was wert. Zwar nicht so viel wie die Ultimate, die geht ja 400 Euro oder so, aber auch in Ultra Rare dürfte die nicht allzu billig sein. Und ich glaube aber, da müssten noch ein paar mehr kommen von denen, bin mir gerade nicht sicher. So, dann schunkeln wir das ganze Baby hier mal wieder. So. Dann haben wir hier oben zweimal die Thun Meerjungfrau in First Edition. Die habe ich, glaube ich, allein 10 Mal in First Edition. Irgendwie bin ich die voll oft in First Edition, keine Ahnung woher. Dann eben zweimal den legendären Fischer, zweimal Exodia Necros, zweimal Ghost Knight of Schakal oder auch Geister Schakalritter zu Deutsch. Wir haben hier einmal Deutsch, einmal Englisch. Dann haben wir zweimal einer dieser Wächter. Ich weiß nicht mehr, wie hieß denn der nochmal? Das war Guardian Seal, genau. Sehr cool, da gehörten ja auch diese Zauberkarten noch dazu mit den Waffen. Dann haben wir hier einmal
den Sendboten der Gerechtigkeit Saturn, glaube ich, aus Ancient Sanctuary. Dann unten haben wir den Horus, den Schwarzflammendrachen Level 8 in Ultra Rare aus SOD First Edition, Kaiserglider aus Dark Crisis war der, glaube ich, genau. Der Erzunterweltler Mega Cyber, auch cool. Dann haben wir nochmal so einen Guardian Graal oder wie der hieß, genau, auch sehr schön. Und natürlich Buster Blader und der Pistolendrache, die beiden sind, glaube ich, auch recht teuer als First Editions. Ist halt so ein bisschen hier der Rest, den ich habe. Also ich habe zumindest auf die Schnelle nicht mehr von denen gefunden. Vermutlich, weil halt auch ziemlich viel noch in anderen Tinboxen schlummert und weil halt wahrscheinlich auch eine ganze Menge davon schon in Magnethaltern sind. So, dann nochmal hier oben einen antiken Antriebsgolem. Also ihr seht schon, hier ist jetzt so ein bisschen weniger von der Quantität. Ein General Freight. Dann Bisershock, auch cool, von Marek, diese Folterkarten. Skull Archfiend of Lightning aus Dark Crisis, First Edition, auch cool. Der hier hatte tatsächlich einen Reprint, man sieht ihn nicht. Der hier hatte tatsächlich einen Reprint in Dude, Dual Devastator. War auch eine sehr schöne Karte. Auch der neue Print der Karte gefällt mir tatsächlich sehr gut, aber ich weiß gar nicht, ob der jetzt großen Einfluss auf das Original hatte. Auf jeden Fall Magician's Force ziemlich selten. So Dinge aus Magician's Force und Faronic Guardian und so sind im Allgemeinen recht selten vertreten, vor allem in guten Zuständen. So, nochmal da noch ein bisschen so random Gequatsche hier, ein paar mal zwei Red Eyes, den Zombie-Drachen, den hier, Nakane Macht oder auch hier die bewegliche Festung aus Ancient Sanctuary. Dann haben wir ein Playset Überläufer First Editions aus Metal Raiders waren die, glaube ich. Zweimal Drachen oder mit der Zerstörung aus Ancient Sanctuary, tatsächlich eine der schönsten Zauberkarten, was Blue Eyes angeht überhaupt. Viermal Verlockung der Finsternis, Ultra Rare, Phantom Darkness. Die Ultimate geht auf jeden Fall noch eine Menge davon. Wie es mit der Ultra Rare aussieht, weiß ich nicht, weil es gibt halt schon tausende Prints von der in Super Rare und so. Also da wurde der Markt ja richtig überflutet mit der mittlerweile. Weiß nicht, ob die in Ultra Rare noch was geht. Ein 10er bestimmt noch oder so, oder ein 5er, aber mehr glaube ich nicht mehr. So, dann haben wir hier ein Playset Cyber End Dragons, First Editions aus Cybernetic Revelation. Zweimal den Cyber Dark Dragon, einmal Deutsch, einmal Ami-Print tatsächlich. Der Ami ist ja sauteuer gewesen. Ich glaube, der kostete allein damals 30, 40 Euro oder so. Dann in der Mitte ein Elemental Dark Neos. Hier ein schwarzer Totenkopfdrache aus MAD. Sehr cool. Und die Quali ist halt mal wieder allererste Sahne. Ja, sehr logisch. Auch bestimmt ein bisschen was wert. Ein tausendäugiges Opfer First Edition. Xyz Dragon Cannon aus Magician's Force. Also es sind wirklich Sachen, die sind mega, mega nice. Zweimal Letzter Krieger eines anderen Planeten, der auch tatsächlich einen Ultra Rare Reprint gesehen hat. Und hier unten LOB Wiedergeburt, Gemeinsam sind wir stark und Question. Und was ich halt ziemlich geil finde, ist der BLS als Ritualmonster. Denn den tatsächlich in einem guten Zustand zu finden, ist quasi ein Ding der Unmöglichkeit. Also es gibt viele von denen auf dem Markt, aber die haben alle irgendwelche Schrammen, irgendwelche Silvering, irgendwelche Beschädigungen, also zumindest in den meisten Fällen. Und ich habe halt wirklich sehr, sehr viele von denen noch in gutem Zustand, Gott sei Dank, ergattern können. Ich hatte da mal eine Sammlung, da war der tonnenweise drin und wirklich wie Booster frisch und tatsächlich auch First, also finde ich auch mega cool. Mich würde mal interessieren, was der geht. Bestimmt nicht die Welt, vielleicht bloß so ein Euro oder so, aber trotzdem fände ich das echt mal interessant, so zu sehen. Ich werde es ja nach dem Video sowieso komplett mal durchrechnen. Dann haben wir ein Playset Kuribo in Super Rare, First Edition. Hier oben haben wir nochmal einen und ist das da oben? Was sehe ich denn da? Den Knick? Oder ist das in der Karte? Ja, das ist in der Karte, das darf ich aussortieren. Okay, der kommt später weg. Dann haben wir einen Cyber Phoenix und den zweiten Kuribo. Bitte lass wenigstens den in einem guten Zustand sein. Nein, der hat hier unten was. Seht ihr, das sind so Momente? Crawling in my skin, ja. Ja, das sind so Momente, da muss man halt dann manchmal gewisse Dinge einfach aussortieren. Weil bei der Quantität an Karten, die mir manchmal durch die Finger gleitet, so, da kann es schon mal passieren, dass mir sowas dann halt eben leider nicht auffällt. Dann haben wir unten ein Playset Cyber Phoenix aus Enemy of Justice. Hier viermal das dunkle Magiermädchen aus dem Duelist Pack Battle Set, zweimal Orca Mega Fortress of Darkness und hier nochmal ein Playset Armed Dragon Level 7. Allerdings sind die alle First, die kommen aus dem Duelist Pack und sind in Super Rare. So, mit was machen wir weiter? Dann haben wir einmal Testalos in Super Rare, das ist jetzt so ein bisschen random gedöns, halt wiederblieben und schreiben nochmal ein Kuribo. Berserker Dragon ist vielleicht auch ganz cool.
Oder auch Twin-Headed Behemoth finde ich mega nice. Spear Dragon, also das sind alles so Sachen, die man halt kennt, die jetzt aber nichts Überragendes sind. Vielleicht die beiden noch, Skilled White Magician und Skilled Dark Magician, die beiden Gegenstücke hier. Aber sonst ist jetzt nichts Großartiges und Erwähnenswertes dabei. Es sind halt so First Edition Super Rares. Auch natürlich alle in einem Premium-Zustand. Hier zweimal das LOB, der Menschenfresserkäfer, einmal Englisch, einmal Deutsch. Und ja, da kommen jetzt dann auch wieder so ein paar Ultra-Rares mit an den Stüssel. So hier Magical Hammer, Jammer, glaube ich, Magic Hammer. Magic Jammer, meine Güte, was ist denn heute los mit mir? Ist aber auch als First Edition nicht besonders teuer. Nightmare Wheel, faszinierender Kreis, das ganze Programm hier viermal. Fluch des Anubis aus Ancient Sanctuary, natürlich nicht viel wert, aber sieht halt geil aus. Last Turn auch cool oder Königlicher Befehl. Sind schon ein paar schöne Stückchen dabei. Hier oben wird es wieder cool, da haben wir ein Playset. Lava Golems, First Edition aus Foreign Guardian, zweimal Imperial Order aus dem Originalset. In First Edition Gatling Gewehrdrache, First Edition noch zwei Cyber End Drachen, eine reißende, wie heißt's? Ich habe den Namen vergessen. Irgendwas mit reißend. Julian, ach egal. Auf jeden Fall aber dann hier oben Axt der Verzweiflung als Playset, First Edition, hier sogar vier Stück. Zweimal Karte der sicheren Wiederkehr, Grabräuber als Playset, also ihr seht, es ist halt wirklich eine ganze Menge an schönem Stuff mit dabei. Und natürlich auch wieder in hervorragenden Zuständen. Hier nochmal ein Playset in Super Rare, der blauäugige weiße Drache aus dem Duelist Pekai, aber auch First, keltischer Wächter First. Dann haben wir hier nochmal den Ganesia Elephantis, dreimal First aus Metal Raiders. Und hier haben wir jetzt wieder ein paar Tournament Pack 2 Karten. Haben wir einmal Revival of the Kuro Rider, die glaube ich 40 Euro das Stück. Dann den Novox Prayer, den ich übrigens speziell dieses Exemplar, weil ich mir das gesondert aufgehoben habe, habe ich geschenkt bekommen vom lieben Michael. Vielen Dank dafür nochmal. Dann haben wir hier den Dancing Elf, der ist auch oder gehört auch mit zu den teuersten Karten aus dem Set. Der ist auch irgendwo bei 50 Euro oder so. Da habe ich insgesamt, glaube ich, 6 oder 7 Stück von dem. Der Two-Headed King Rex, den kennen wir natürlich auch aus der Legendary Collection als Secret, glaube ich. Den Water Magician, den gibt es auch als Reprint auf jeden Fall. Haben wir hier nochmal einen Sky Dragon. Hier ein Playset Crawling Dragons. Auf der vorletzten Seite nochmal zwei Stück Stuffed Animal. Den gibt es natürlich, natürlich auch aus McDonald's Pack. Da ist der allerdings auch recht teuer tatsächlich. Nochmal ein Playset Turupurun. Soul of the Pure, auch mega cool. Zwei Playsets als Rare. Sehr schöne Karte, wirklich unglaublich cool. Dharma Cannon und also vor allen Dingen hier Soul of the Pure ist einfach so eine schöne Karte, Leute. Guckt euch mal das Artwork an, das gefällt mir halt unglaublich gut. Er ist wirklich eine sauschöne Karte, das muss man schon sagen. Und dann kommen wir auch zur letzten Seite. Da haben wir dann hier nochmal einen Turupurun in der Mitte, nochmal zwei Dharma Cannons. Zweimal den Red Eyes nochmal aus dem Starter Deck Joey. Eine Exodia, die Verbotene nochmal als Secret aus der Legendary Collection First Edition. Und da unten nochmal Playset Blauäugige Weiße Drachen aus dem Duelist Pack Battle City. Ja, meine Freunde, wir befinden uns jetzt auch schon wieder am Ende des heutigen Videos. Ich hoffe, euch hat diese kleine Binder-Vorstellung gefallen. Ich persönlich bin jetzt noch ziemlich gespannt, wie viel Wert hier eigentlich drin steckt. Ihr wisst es ja schon, ihr werdet es im Videotitel vermutlich sehen. Wenn nicht, steht es in der Videobeschreibung. Da könnt ihr dann auch mal reingucken. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abonnement da, falls ihr noch kein Abonnent seid. Ihr wisst ja, das ist kostenlos und jederzeit wieder kündbar. Wir sehen uns zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.